Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Guten Tag allerseits. Der Saal ist schon wieder gut gefüllt. Wir freuen uns, dass wir Ihnen, wie schon im letzten Jahr, eine Veranstaltung anbieten können, in der es um das Verhältnis zwischen Medien und Mediennutzern geht, weil solche Veranstaltungen finden ja in diesen zwei Tagen kaum statt. Nein, wir möchten Ihnen heute einige Branchenteilnehmer vorstellen, die sich mit der Vermarktung von Filmen, der Distribution von Filmen und dem sich veränderten Markt beschäftigen. Mein Name ist Christian Berg, ich arbeite fürs Medienboard und wir sind einer der Mitveranstalter der Media Convention. Insofern begrüße ich Sie herzlich. Sie werden sehen, wir haben eine illustre Runde junger Marktteilnehmer und wir haben eine sehr freundliche Moderatorin, die jetzt den ganzen Rest übernehmen wird. Haben Sie eine gute Stunde mit ihr zusammen. Anna Wollner vom RBB, willkommen. Vielen Dank. Ja, und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu Reaching Audiences, Strategien der Filmdistribution und Vermarktung. Und mit mir auf dem Podium, ich darf recht herzlich begrüßen Esther van Messel, Geschäftsführerin von First Hand Films. Christina Knutzen, Produzentin von Knutzen und Sträuber Medienmanufaktur. Robert Hofmann, YouTuber, Filmkritiker. Ich habe heute Morgen um 10 nachgeguckt, da waren es 271.602 Abonnenten für seinen YouTube-Kanal. Auch dir ein herzliches Willkommen. Und Thorsten Koch, der Geschäftsführer Marketing der Konstantin Film, mitverantwortlich für den erfolgreichsten Film 2013, Fuck You Goethe. Vielen Dank. Na? Ich würde ganz kurz anfangen mit einer kleinen, nochmal so eine Art Vorstellungsrunde und die Verwertungskette einfach einmal von vorne bis hinten durchgehen. Frau Knutzen, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, denn Sie produzieren Filme. Woran machen Sie das Potenzial für einen potenziellen Erfolg aus? Bei uns ist es an. Nee? Jetzt? Oh, wunderbar, vielen Dank. Potenzial von Erfolg und gute Geschichte hört, glaube ich, sehr eng zusammen. Und unsere Firma ist klein und fein und sehr geschichtengesteuert. Und wir entscheiden eigentlich vor allem erstmal eine Geschichte, die uns fesselt, die wir nicht loslassen können. Eine Geschichte, mit der wir uns erstmal jahrelang beschäftigen wollen, um den auf den Markt zu bringen. Die gute Geschichte ist immer die Grundlage, das gute Drehbuch. Aber mehr und mehr, und ich glaube, darum geht es vor allem heute, auch, dass es das Publikum findet. Und ja. Sie haben eine neue Geschichte mitgebracht in Bildausschnitten. Da können wir, glaube ich, kurz reingucken, wenn Sie vielleicht vorher noch kurz was dazu sagen. Ja, ich glaube, da muss ich kurz was dazu sagen. Ja. Oder wollen Sie schon auch was zeigen? Genau, also wir sind eine kleine Firma in Berlin, heißt Knutzen Sträuber. Medienmanufaktur, machen Spielfilm, Dokumentation und Dokumentarfilm und Animation. Und zurzeit die letzten 8 Jahre und auch das nächste Jahr bin ich sehr beschäftigt mit Richard der Storch, ein Familien-Entertainment-Film über einen kleinen Spatz, der glaubt, dass er ein Storch ist. Der darf nicht mit nach Afrika, deswegen alliiert er sich mit 2 andere schräge Vögel, eine Eule mit einem unsichtbaren Freund und ein Disco-singender Wellensittich mit Höhenangst. Und nur damit, weil das, was ich heute sagen wird am meisten damit zu tun. Das Projekt wurde vom Medienboard gefördert in frühes Stadium in Projektentwicklung, in Produktion, aber auch jetzt mit einer App. Und ich glaube, das ist so das, was ich so erzählen habe, wie wir denken darüber. Und ich glaube, wenn man kurz den Film, das Ausschnitt zeigt, das ist okay, ja? Das zeigt so, welche Richtung das geht. Das ist 2,5 Minuten jetzt. Erst zuallererst kommt ein Animationstest. Ja, da kommt es. Dankeschön. Da ist auch Ton drauf. Das ist ein Test in frühes Stadium. Deswegen sage ich auch kurz was dazu zwischendurch.
Unser Projekt ist eine aus Deutschland entstandene originale Geschichte, geschrieben von Reza Memari mit dem Regisseur Tobias Genke. Und produziert wird es aus Berlin, Hamburg, dann in Luxemburg, Belgien und Norwegen. Hier ist die Eule, Olga. Und diese drei schräge Vögel, die trampen dann durch Europa mit Bus, Bahn und Boot, weil sie alle eben nicht so gut fliegen können. Und das Projekt ist, wird in Deutschland durch Wild Bunch herausgebracht und wird verkauft von Global Screen. Und jetzt kommt auch, das ist tatsächlich eine Welturaufführung von das, was jetzt kommt, weil das ist nämlich die Figuren im Produktionslook. Also hier dürft ihr jetzt Work in Progress sehen von Richard und seine Freunde. Die drehen sich dann schön für ihn, so machen die sich hübsch. Wir sind mitten in der Animationsphase und der Film ist fertig 2016. Genau. Denken Sie denn schon bei der Entwicklung des Films an das Marketing? Ja, also wir gehen tatsächlich immer von der Geschichte aus und das Drehbuch, aber wir denken auch dann sehr stark daran, für wem das ist. Und in diesem Fall kam das auch sehr gut mit dem Verleiher zusammen. Mit Tanja Reichert-Vassilides haben wir zusammengearbeitet und auch ganz früh in der Entwicklung eine Marktforschung auch tatsächlich mit der Zielgruppe gemacht, weil das ist für Family Entertainment, aber Kernzielgruppe Jungs und Mädels 6 bis 10 Jahre alt. Genau. Und das führen wir weiter fort, diese Marktforschung, aber auch, was wir jetzt machen, also wir haben noch ein Jahr, bis der Film fertig ist und rauskommen. Und in dieser Zeit bauen wir unsere eigene, also wir als Produzenten und Macher bauen unsere Marketingstrategie dann natürlich in Kooperation mit dem Verleiher. Aber das ist uns auch sehr wichtig, weil wir denken natürlich, das ist ein Film, der jetzt schon sich in 80 Länder verkauft hat. Und wir denken dann an Deutschland, die Vermarktung, aber auch international, was können wir die Verleiher, was können wir als Tools schon mitgeben? Und wir sind tollerweise gefördert worden, auch um eine App zu machen, wo wir, sagen wir mal, die Nebengeschichten auch und unsere Charaktere das Publikum vorstellen, um die frühzeitig zu engagieren. Ja, genau. Frau van Messel, Sie sind die Geschäftsführerin von First Hand Films und haben die Hand über 300 Filme produzieren und verleihen Spiel- und Dokumentarfilme weltweit. Wann ist für Sie ein Film ein Erfolg? Wenn er ganz viel Publikum erreicht. Also es ist mir nicht, ich bin zwar ein Weltvertrieb und mein Job ist es, Geld zu verdienen für meine Produzenten, dafür werde ich angestellt von ihnen, aber mich macht es wirklich an, wenn ich weiß, dass Millionen, viele Millionen von Leuten die Filme gesehen haben, an die ich glaube, die ich liebe, die ich mag. Ein aktuelles Beispiel? Also wir machen Weltvertrieb, hauptsächlich von Non-Fiction, Serien und auch One-Offs. Da haben wir zum Beispiel, war diese Woche in Deutschland im Fernsehen, das Radikal Böse, das machen wir international. Und von Stefan Ussowitzki, dem Oscar-Gewinner. Und im Kino haben wir jetzt gerade immer noch laufend Citizen 4. Wie wählen Sie die Filme denn aus? Wir machen nur, was wir wollen. Ist das ein Luxus oder ist das... Das ist ein Luxus, den wir teuer bezahlen. Wir werden nicht reich damit. Wir decken die Kosten anständig, wir verdienen schönes Geld für die Produzenten. Aber es ist ein unglaublich fragmentierter, hässlicher, gemeiner, schwieriger Markt. Das war es immer schon. Und also niemand ist im Weltvertrieb, schon gar nicht von Non-Fiction, wenn man reich und berühmt werden will. Das ist eine ganz andere Nummer.
Reich und berühmt wird man vielleicht mit einem Film wie Fuck You Goethe, Herr Koch. Die Dreharbeiten für den zweiten laufen gerade. Der Erfolg vom ersten Teil ist sicherlich auch auf die Marketingkampagne dahinter zurückzuführen, dass es nicht nur den Film gab, sondern ja eine virale Kampagne über verschiedene soziale Netzwerke. Ist das auch ein Hauptaugenmerk jetzt im Hinblick auf den zweiten Teil? Ja, es ist nicht nur bei Fuck You Goethe so. Es ist halt grundsätzlich, dass man sich natürlich überlegen muss, für wen ist der Film gemacht? Für welche Zielgruppe ist der Film? Und dann denkt man sich natürlich aus, mit wem besetzt man den Film. In dem Fall ist zum Beispiel mit Elias Mbarek natürlich jemand dabei, der ohnehin schon in den sozialen Netzwerken sehr weit verbreitet ist. Und mit dem Regisseur und Autor, dem Burak Aktekin, haben wir natürlich so einen wirklich genialen Autor, der sich auch viele Sachen neben den normalen Dingen, die er fürs Drehbuch braucht, einfallen lässt. Viele virale Spots und so, die wir zusätzlich drehen, machen wir bei unseren Produktionen jetzt immer, dass wir mindestens 1 bis 2 Drehtage noch zusätzlich einplanen, um eben genug Content zu erstellen. Und manchmal ist der Content so gut, wie gerade passiert bei Fuck You Goethe 2, dass der virale Spot dann doch im Film landet. Also insofern, dann müssen wir uns wieder was Neues ausdenken. Aber das war natürlich ein toller Erfolg. Ist schön, dass das so gut funktioniert hat. Die Reanimation des Pauker-Films, dass man das sozusagen in die heutige Zeit übertragen hat, war Boras Idee und hat sehr gut funktioniert. Ja, das stimmt. Wie können Sie das denn auf andere Filme übertragen, dieses Konzept? Naja, man lernt mit jedem, man weiß natürlich mit jedem Posting, was man macht, mit jeder Kampagne, die man plant, erfährt man natürlich sehr ehrlich und sofort, wie wird die geklickt, wie kommt sie an, was läuft gut, was läuft nicht so gut, und demnach überträgt man das natürlich auf viele Filme im Rahmen der ganzen Strategieplanung bei unserer Kampagne. Robert, du stehst mehr oder weniger ganz am Ende dieser Kette mit deinem YouTube-Kanal. Allein jetzt am Donnerstag kommen 16 Filme ins Kino. Da sind große dabei, da sind kleine dabei, da sind Komödien, Horror, Actionfilme. Wie entscheidest du, was du in deinem Kanal vorstellst? Realistisch entscheidet das mein Terminkalender am Ende für mich. Also es gibt zu vielen Filmpremieren, es gibt Pressevorführungen, bei denen Journalisten sich Filme weit vor Kinostart anschauen können. Dann gibt es aber auch verschiedenste Veranstaltungen, wo man auch in der YouTube-Welt hin muss, und manche Sachen merzen sich dann aus. Und je nachdem, was ich sehen kann, versuche ich so viel wie möglich zu sehen und zu besprechen, damit ich für alle Zuschauer versuche auch abzudecken, nicht bloß die großen Blockbuster, auch kleine, feine, andersartige Filme. Und jetzt heißt es zum Beispiel für mich, wenn wir hier durch sind, direkt zu Konstantins Abschussfahrt mit den ansehen. Und ich nehme mit, was ich kann. Also ich mache da auch keine gezielten Sachen, ich muss jetzt den unbedingt sehen. Manchmal gibt es natürlich ein paar Perlen, wo ich sage, Avengers oder wenn Jurassic World rauskommt, muss ich sehen. Aber ich versuche so viel wie möglich zu schauen und versuche auch alle Filme gleich zu behandeln, auch wenn natürlich das Interesse bei manchen Filmen größer ist als bei anderen. Gelingt das? Ja. Merkst du das dann, spiegelt sich das an den Zahlen wieder? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Kritik zu Avengers wahrscheinlich 50 mal so viele Views hat wie eine Kritik zu Victoria, über den haben wir gerade gesprochen, Sebastian Schippers Film, der auf der Berlinale Premiere hatte, der im Juni ins Kino kommt. Ja, das spiegelt sich absolut wieder. Also es gibt halt, wie gesagt, Filme, die sind einfach auch mit einem Budget, Avengers, du sagst es, 250 Millionen US-Dollar, eine Riesenkampagne, die international gefahren wird. Da ist klar, dass die Leute reinrennen, und dementsprechend spiegelt sich das auch im Internet wieder. Victoria halt ein kleiner, feiner, andersartig gedrehter Film auf jeden Fall, aber davon hören halt viel weniger Leute, weil viel weniger Geld in gezieltes Marketing gesteckt werden kann. Mit wie viel Vorlauf kannst du denn bei sowas arbeiten? Du meinst, wann ich die Filme... Also wie viel früher kannst du Kritiken online stellen, oder sind dir da teilweise auch die Hände gebunden? Es gibt ganz normal bei Filmen Embargos. Die sind oft damit gekoppelt, ob ein Film bereits in den USA gestartet ist oder nicht. Und wenn ein solches Embargo ausläuft, kann man sich dann über den Film äußern. Beispiel wäre jetzt Pitch Perfect 2, startet am 14. Mai. Und den habe ich vor ungefähr 5 Wochen gesehen, aber seit gestern darf man offiziell über diesen Film berichten. Gestern ist meine Kritik online gegangen, 10 Tage dann vor Filmstart. Und das hängt immer davon ab, was es da für Vorgaben von den Verleihern gibt. Und wie spiegelt sich das in den Zahlen wieder? Dann in den Views, also vor Filmstart sicherlich mehr als... Das macht gar nicht so einen großen Unterschied, ob ich mit einer Kritik jetzt vor dem Film so unglaublich früh rauskomme, weil da ist der Fokus der Zuschauer, ich will wissen, was Robert jetzt darüber zu sagen hat.
dieses Interesse bleibt, ob ich das jetzt zum Filmstart mache, 10 Tage vorher oder nicht. Das ist ein ganz anderes Thema, wenn ein Trailer rauskommt. Beim Trailer ist das Interesse, sich den anzusehen, einfach unmittelbar da. Star Wars wäre das beste Beispiel. Und jede Stunde, die man da später dran ist, das spiegelt sich in den Klicks sofort wieder. Das heißt, Kritiken sind davon relativ losgelöst, weil da geht es nicht darum, das Bildmaterial zu sehen, sondern eine Meinung zu bekommen. Und dementsprechend ist es da relativ egal, wann man damit rausgeht. Besteht, vielleicht eine Frage an Herrn Koch und an Robert, besteht da eine Abhängigkeit zwischen euch? Ich glaube, das ist, wenn es gut gelingt, eine Win-Win-Situation. Klar, man redet mit Verleiher, man redet auch mit den unterschiedlichen Social-Media-Parts oder Abteilungen der Verleiher und weiß, okay, dann und dann wird ein Trailer meinetwegen weltweit gebreakt. Das heißt, er wird weltweit zum gleichen Zeitpunkt in allen Sprachen veröffentlicht. Und da ist natürlich dem Verleih gedient, wenn er es schafft, auch pünktlich die unterschiedlichsten Akteure in diesem Internetmarkt zu bedienen, dass sie auch relativ schnell damit rausgehen können. Das heißt, der Verleih hat davon natürlich was, genauso wie auch ich in dem Fall, natürlich die Klicks bekomme. Deswegen ist das einfach ein ständiges Geben und Nehmen, Zusammenarbeiten auf einer Ebene. Und da sind Trailer natürlich immer eine Riesensache und eine ganz wichtige Nummer. Es gibt eigentlich nichts hinzuzufügen, stimmt. Es gibt natürlich, wir machen ja deutsche und internationale Produktionen auch und müssen uns natürlich dann auch mit unseren Partnern abstimmen, weil es eben über einen weltweiten Vertrieb dann eben geht, wie jetzt bei Resident Evil zum Beispiel, drehen wir ab August den 6. Teil und da ist es genauso, da gibt es in der Vorplanung eben mit, wann geht man mit welchem Material raus und das besprechen wir eigentlich immer relativ offen und das Embargo hilft teilweise dann eben, dass man eben sich da international abstimmen kann. Was für Wege gibt es denn noch, Film-Communities für Sie in die Vermarktung eines Films mit einzubeziehen? Naja, es gibt ganz viel. Also wir haben da, das hat ja nicht nur durch sozusagen das Internet irgendwann begonnen, sondern wir haben natürlich früher sogenannte Exit-Polls gemacht. Das heißt, wir sind halt in die Kinos gegangen, haben die Leute befragt, wie ihnen die Filme gefallen haben, welche Trailer ihnen gefallen haben, was sie im Vorfeld gesehen haben. Das haben wir natürlich gemacht, machen wir nach wie vor. Wir testen unsere Filme, eigentlich fast alle. Es gibt manchmal, wenn es ein sehr politisches Thema ist oder so, da muss man ein bisschen aufpassen, was man da macht, weil es eben immer 300 bis 500 Leute sind, die man dann danach befragt und Fokusgruppen auch dazu hat. Und dann lernt man schon, wo sich die Leute bewegen, wo die sich über Filme informieren, ob sie bei Robert auf dem Kanal sind oder wo auch immer sie unterwegs sind. Und das versuchen wir natürlich, es ändert sich ständig, jeden Tag gibt es sozusagen immer wieder eine neue Ecke, die aufmacht und eine andere, die weniger interessant ist und wir versuchen da am Ball zu bleiben. Frau von Messel, wie gehen Sie denn mit diesen Kanälen um in Ihrer Arbeit? Also im internationalen Bereich ist das sehr luxuriös beim Dokumentarfilm, weil da gibt es das eigentlich nicht. Also dieses nach oben offene Marketingleben, ich habe früher mal für Warner Brothers gearbeitet, ich kenne das gut, das gibt es bei uns nicht, das ist alles sehr faktisch, man kennt seine Kunden, man kennt seine Presse. Natürlich arbeitet man da sehr genau drauf hin und sehr genau mit den Leuten zusammen, aber es gibt in diesem Sinn nicht, es ist nicht zu vergleichen wie beim Spielfilm. Die Budgets sind kleiner, die Revenues sind kleiner, dafür geht alles ein bisschen schneller. Wünschen Sie sich das denn manchmal? Nein, absolut nicht. Warum? Weil für mich ist ganz wichtig, dass wir nur das machen, was wir wollen. Wir sind 5 Frauen, wir sind total selbstständig, wir gehören keinem, wir haben keine Schulden. Ich habe die Firma nicht gegründet, um irgendwem zu gehorchen und wenn ich mit größeren Budgets arbeiten müsste, dann müsste ich das. Das will ich nicht. Also ich will meinen Angestellten und mir selber ein gutes Leben ermöglichen, ich will anständig für die Produzenten verdienen. Ich will vor allem, dass die Filme gesehen werden und die Work-Life-Balance, die berühmte, die muss bitte jeden Tag stimmen und nicht mit 3 Wochen Urlaub im Jahr, sondern das muss, ich werde im Alter immer mehr genervt von dieser Selbstausbeutung, die wir betreiben im Film oder auch der Ausbeutung von Praktikanten, von Angestellten. Wir arbeiten sehr viel jetzt mit Crowdfunding-Campaigns, also wir gehen von Business to Business, was wir ursprünglich sind, zu Business to Consumer. Und das ist unglaublich viel Arbeit und das wird sehr oft überhaupt nicht berechnet, überhaupt nicht budgetiert im Low-Budget-Bereich, ob das jetzt Fiktion oder Dokumentarfilm ist. Und das versuchen wir anders zu machen.
Crowdfunding ist dahingehend ein gutes Stichwort, dass letztes Jahr ein Film, der sich über Crowdfunding finanziert hat, zeitgleich zum Kinostart auch den Video-on-Demand-Release hatte, zumindest in Amerika, Veronica Mars, der sich mehr durch eine Fanbase zusammengesetzt hat. Wie lässt sich für Produzenten und Verleiher damit Geld verdienen? Produzenten. Also ich finde es wahnsinnig spannend, diese Day-and-Date-Geschichten, die passieren. Ich verdiene immer noch das meiste Geld, das ich verdiene für die Produzenten, hole ich vom Fernsehen. Das ist im Dokumentarbereich ganz klar. Wir machen alles. Wir machen online alles, was man darf. Wir machen Kino, wir machen alles. Es ist immer noch mehr als 90%. Von daher weiß ich nicht, wie man Geld verdient. Versuchen es, wir probieren es seit 15 Jahren bestimmt. Ich habe immer noch nicht wirklich Geld verdient im Netz. Veronica Mars ist ja nur ein Beispiel. Steven Soderbergh hat es probiert mit The Bubble. Zeitgleich The Interview von Sony, so ein bisschen durch den Sony-Hack dann auch zwangsläufig gleichzeitig in ausgewählten Kinos und Video on Demand. Herr Koch, ist das für Sie auch die Möglichkeit einer Auswertung dieses Day-to-Date? Naja, also erstmal zum Thema Crowdfunding ist es bei uns halt so, dass wir haben eine sehr enge Beziehung mit den Kinobetreibern, gerade in Deutschland natürlich. Und für uns ist die beste Art des Crowdfundings immer noch ein voller Kinosaal. Insofern ist es für uns natürlich, weil wir das eben in einem anderen Modell eben finanzieren, interessant, aber Day-and-Date-Starts, klar, die gibt es, die Tests gibt es in Amerika. Ich glaube schon, dass wir eine Kinokultur haben, die wir schützen sollten. Und insofern ist ein gewisses Auswertungsfenster schon wichtig, weil wenn Filme natürlich dann plötzlich überall zu haben sind, muss man eben auch mal sehen, was die Zukunft zeigt, ob das dem einen oder anderen Auswertungsfenster wirklich hilft und ob man am Ende des Tages dann wirklich auch genug Geld verdient, um die Angestellten zu bezahlen, die Teams zu bezahlen und den Produzenten, dass am Ende wirklich noch was übrig bleibt. Ist das für Sie denn, wo ist für Sie das optimale Auswertungsfenster im Kino? Im Moment ist es 4 Monate. Das ist natürlich ist ein lang diskutiertes Thema, das jetzt über viele Jahre und viele Monate auch sehr heiß immer wieder diskutiert wird. Ich glaube, das entscheidet am Ende. Natürlich ist es für uns, wenn wir das Marketinggeld am Anfang investieren und der Film ist nach 2 Wochen eigentlich aus dem Kino raus, weil er halt leider vom Publikum nicht so angenommen wird, dann muss ich leider sehr lange warten, bis ich ihn auf DVD rausbringen kann und das Marketinggeld ist verpufft. Wir nennen das so ein bisschen das Tal des Todes. Ja? zumindest fürs Marketinggeld. Und insofern ist es natürlich so, dass man darüber diskutieren kann. Ich glaube aber, dass es eine Kinokultur in Deutschland gibt, die das auch mit viel Herzblut machen und die sollte man auch schützen. Und insofern, wenn ein Film sehr gut funktioniert, dann ist natürlich so, gerade wenn man jetzt Fackel Goethe zum Beispiel nimmt, dann ist dieses Auswertungsfenster schon sehr lukrativ. Robert, machst du Unterschiede bei Filmen, die ins Kino kommen oder vielleicht auch nur im Netz stehen oder auf DVD rauskommen? Ich versuche in erster Linie Kino abzuarbeiten, weil du hast jetzt gesagt, 16 Filme starten und da hat man meist noch kaum Zeit für andere Dinge. Wenn Filme direct to DVD veröffentlicht werden, die auch so ein bisschen, man hat immer so PR-Agenturen, die versuchen einen beschmackhaft zu machen, dann gucke ich mir da auch gerne was an und mache was. Was ich aber so, was ein wichtiger Unterschied ist, sind da so Anbieter wie Netflix. Bestes Beispiel, letzten Sonntag, ich saß auf der Couch, das ist immer so mein Entspanntag und da kommt halt so eine Mail, Chef's Table gerade raus. Ich dachte so, was ist das denn? Doku-Serie über 6 Köche auf der ganzen Welt, die ihre eigenen Erfolgs- und Leidensgeschichten hinter sich haben. Tolle Bilder, Food Porn pur. Das beste Intro, was ich je gesehen habe von einer Essens-Doku-Serie. Ich wusste gar nicht, dass Doku-Serien außerhalb von Landschaften und der Südsee existieren, so ungefähr. Ich habe das alle sechs hintereinander geguckt und begeistert davon berichtet. Also manche Sachen catchen mich so sehr. Ich muss nicht im Kinosaal. Mir sind kurze Wege auch lieb, mir das zu Hause anzugucken. Aber die besten Sachen findet man leider entweder oft im Kino oder als Dokumentation oder Reportage. Die meisten Direct-to-DVD-Veröffentlichungen sind immer ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin.
Wie ist es bei Ihnen aus Ihrer Sicht, auch im Dokumentar? Welcher Aspekt? Das Essen, das mag ich auch. Nee, der Auswertung, also die Laufzeit der Filme im Kino, bevor sie dann auf DVD oder Video on Demand rauskommen können. Ist auch eine Verhandlungssache. Also wir machen Kino erst seit ungefähr 2 Jahren, da sind wir noch ganz frisch, obwohl ich da eigentlich auch herkomme ursprünglich. Und ich sehe mit viel Amüsement, dass sich nichts geändert hat. In den letzten 20 Jahren Kino ist immer noch Kino. Die Leute gehen immer noch, die paar, die noch hingehen, die gehen immer noch hin für dieses Erlebnis. Und wir sind jetzt auch gerade dran, das auseinanderzupüseln. Also was wir jetzt, Citizen Ford zum Beispiel, kommt jetzt Anfang Mai auf VOD raus, läuft aber eigentlich immer noch im Kino. Mal schauen, was das jetzt macht. Also wir sind gerade in diesen Tagen daran, die Marketingmaschine jetzt nochmal anzuwerfen, weil wir gerade durch dieses Tal gegangen sind, wofür ich jetzt auch einen Namen habe, und das werde ich auch so mit nach Hause nehmen und das meiner Verleihchefin erklären. Und wir überlegen uns schon für den nächsten Film, das dann auch wirklich so zu machen, dass wir das für alles benutzen können. Ich bin immer ganz hin und her gerissen. Ich bin eine leidenschaftliche Kinogängerin, aber ich selber schaue mir nur Mainstream an im Kino. Ich glaube auch nicht, dass ich mir die Dinge, die ich im Kino gucke, runterladen würde zu Hause. Das sind verschiedene Erlebnisse. Das ist nicht... So macht man einen Punkt. So genau. Schlimm? War das so schlimm, was ich gerade gesagt habe? So schnell fällt ein Auswertungsfenster. So gut war das. Wir haben natürlich auch diese Fenster. Ich muss sagen, als Lizenzhändlerin mit 20 Jahren jetzt Berufserfahrung, man kann immer über alles reden. Also es ist alles immer Verhandlungssache. Man kann einen Kinobesitzer auch für irgendwas begeistern, aber man muss sich natürlich Mühe geben damit, wenn man mal was abkürzen will oder verlängern will oder anders haben will. Aber im Grundsatz denke ich, dieses Fenster ist durchaus sinnvoll. Man muss sich natürlich nur überlegen, dass man den Leuten dann auch wirklich die Filme gibt, die sie sehen wollen, und dass man dann nicht hängen bleibt in irgendeiner gut gemeinten Schlaufe, die aber nicht gut gemacht ist. Wie lassen sich Filme auf digitalen Plattformen, die vielleicht auch gar keine Kinoauswertung hatten, vermarkten? Also wie überhaupt nicht. Jetzt dürft ihr mich alle anschreien, aber ich glaube nicht dran. Es muss doch irgendeinen Weg geben, aus diesem unglaublichen Berg an Filmen die Filme rauszufiltern oder auf die Filme aufmerksam zu machen. Sie erinnern sich bestimmt alle, vor ein paar Jahren hieß es, wir brauchen keinen Weltvertrieb mehr, wir brauchen keine Verleiher mehr, das Publikum kann jetzt alles selber. Ich bin die Königin vom Kuratieren. Wir wählen jedes Jahr aus 1000 Titeln ungefähr 10, mit denen wir arbeiten. Ich glaube nicht an alle wollen alles selber. Ich, wenn ich abends auf der Couch sitze, in meinem Ausruhmodus, dann will ich überhaupt nichts mehr suchen und entscheiden. Dann soll man mir bitte präsentieren, was die anderen ausgesucht haben. Und da hat man natürlich seine Vertrauensstationen. Also das Kino, wo man gern hingeht, oder den Verleiher, die Filme rausbringen, die man mag, oder halt der Sender, den man gerne guckt. Ich habe eine süße Geschichte dazu. Ich war bei Freunden in New York und die haben 5000 Sender. Die haben so das HBO-Paket und die haben alles. Und dann haben sie einen Knopf auf der Fernbedienung, das sind die Favorites. Und das sind genau 13 Sender und alle 13 Sender sind auch Kunden von mir. Das fand ich sehr süß. Ich glaube, die Leute wollen nicht entscheiden im Entspannmodus. Und ich rede nicht über Fernsehen oder Computer, ich rede über Tisch oder Sofa. Ich glaube, im Sofa-Modus will keiner was entscheiden. Darf ich kurz was fragen? Ja, bitte widersprecht mir noch endlich. Nee, nicht widersprechen, aber heutzutage, ich muss da noch Netflix erwähnen, man sitzt da und drückt die Serie an, lehnt sich zurück und nach einer Folge dauert es 15 Sekunden, bis die nächste angeht und 15 Sekunden, bis die nächste angeht. Das ist doch exzellent, also das ist doch genau der Modus. Und trotzdem vertreibt man es digital. Und diese Serien sind nie im Kino oder sonst wo gelaufen oder Dokumentation. Also man versucht auf jeden Fall genau in diese Nische reinzugehen. Und in meinen Augen ist es so komfortabel wie noch nie mit der Qualität. Ja, natürlich. Absolut. Aber du weißt ja, was du gucken willst. Oder du weißt, wo du hingehst bei Netflix. Und das ist ja auch die Kritik, die über Netflix im letzten Jahr laut geworden ist, dass es da auch schon wieder so chaotisch zugeht wie bei iTunes. Und dass man überhaupt nicht mehr weiß, was man gucken soll vor lauter Angebot. Aber wenn ich einen Fernsehsender einschalte... Aber dann weiß ich doch, was ich kriege auf der ARD oder auf ProSieben, weiß ich doch, wo ich hingehe. Ja, ich muss immer weiterschalten, bis die Dokusender kommen. Ich werde nirgendwo glücklich. Das freut mich. Ich werde nirgendwo glücklich. So geht's mir. Schön. Unser Publikum.
Aber trotzdem schafft es oder hat Netflix es auch in den letzten Monaten geschafft, mit Eigenproduktionen nicht nur im Fernsehbereich, sondern auch im Filmbereich auf sich aufmerksam zu machen. Cary Fukunaga, der Regisseur von True Detective, hat jetzt seinen Film Beasts of No Nation für 12 Millionen Dollar an Netflix verkauft. Der soll eigentlich noch ins Kino kommen. Die Kinobetreiber sagen vielleicht auch zu Recht, wir zeigen ihn nicht, oder ausgewählte Kinobetreiber, wenn der Film zeitgleich auch auf Netflix zu sehen ist. Ist das vielleicht auch irgendwie eine Vermarktungsstrategie, die aus der Sie lernen können oder aus der wir lernen können, Frau Knutzen? Da warst du lange so still, ich wusste gar nicht mehr, ob ich eine Stimme habe. Ich glaube schon, weil ich glaube, das sehen wir ja auch überall, dass die Menge an Programmen einfach überwältigend ist. Und ich wollte nur vorher zu das, was Sie sagten mit Day und Day-to-Date, ich glaube, dass es sich nicht widerspricht, dass wir eine Kinokultur haben und trotzdem das Film gleichzeitig im Kino und im Netz sein kann, netzlegal. Ich glaube, dass wir auch den Zuschauern einfach eine legale, digitale Version von dem Film sehr früh anbieten müssen, um nicht von den Piraten überwältigt zu werden. Lustigerweise habe ich diese Woche den ersten Piratkopie von Richard der Storch im Netz gefunden. Das ist schwarz. Da läuft ein dänischer Text und es gibt noch nicht den Film, weil den machen wir gerade. Also die sind schon vorbereitet. Und ich glaube, das macht schon Sinn, dass man, das ist ja schon eine Art, das ist ja auch eine Art vorzufühlen, ob es einen Markt dafür gibt. Aber ich glaube sehr daran, dass es zusammenleben kann und dass man einfach den Momentum, was ein Film hat in der Masse von Programmen, ausnutzen muss, maximal. Und der ist nicht nur, wir gucken ja nicht nur in Deutschland, sondern wir kriegen ja die Vibes international mit, was ist gerade hot, welche Geschichten, welche Filme kommen. Und ich glaube, dass man wenigstens in seinem eigenen Territorium die Möglichkeit haben muss, die Filme, das Kino ist eine Sache, wo man hingeht, weil man sozial, weil man möchte im Dunkeln sitzen mit vielen Leuten, um was zu erleben. Und wenn man aber an die zwei Wochen, wo der Film läuft, nicht hingehen kann, dann sollte das auch zu Hause möglich sein, wenn man einen großen Fernseher hat. Also das finde ich auch als Produzent sehr wichtig. Ich glaube, da hat man noch viel Testpotenzial und Möglichkeiten nach oben. Vielleicht gar nicht die Frage beantwortet, aber was gesagt wenigstens. Sie haben es eben schon angesprochen mit den komplizierten Lizenzvergaben. Mir geht es auch oft so als Netflix-User, ich wollte die dritte Staffel House of Cards gucken und konnte nicht, weil Sky die Rechte dazu hatte. Nun wollte ich nicht, also musste ich eigentlich warten für etwas, für was ich jetzt bezahle. Es ist doch ein unglaublich undurchschaubarer Markt. Mhm. Wird es dadurch besser oder wird es dadurch schwieriger? Also der einzige Art noch für die Produzenten Geld zu verdienen ist mit Exklusivität. Das geht nicht mehr anders. Also es ist noch nie anders gegangen. Das hat nur keiner vorher gewusst. Weil vorher haben sie nicht gewusst, dass House of Cards schon in der dritten Staffel draus ist. Ich habe sie gesehen übrigens. Über die Wege sprechen wir hier lieber. In der Schweiz ist das legal. Ah, okay. Mhm. Dann brauchen wir also einen Schweizer Netflix-Account, theoretisch. Aber nee, brauche ich nicht. In der Schweiz brauche ich kein Netflix. Weil es im Fernsehen läuft, oder? Nein, weil das Downloaden nicht illegal ist. Ach so. So. Ah. Uploaden ist illegal. Jurist im Saal, der uns das nochmal... Muss man aufpassen. Uploaden darf man nicht, aber downloaden ist legal, immer noch. Wird alle halbe Jahre im Parlament diskutiert und ist immer noch legal. Geht es denn dann, Herr Koch, vielleicht auch eine Frage, die Sie beantworten können, tendenziell in die Richtung, dass wir nicht mehr die einzelnen Märkte haben, sondern hin zu einem globalen Markt und einem globalen Zuschauer, um diese Hürden zu überwinden, dass wir alle House of Cards gucken können? Naja, es ist auf jeden Fall so, dass man, muss man jetzt unterscheiden, wir produzieren ja viel für den deutschen Markt. Der deutschsprachige Markt ist natürlich aufgrund der Sprache etwas eingeschränkt. Bei unseren internationalen Produktionen ist es natürlich so. Wir produzieren oder planen zurzeit natürlich auch Fernsehserien, konsekutiv erzählte Fernsehserien, die wir haben jetzt gerade mit ABC Family, Shadowhunters, 13 Folgen, vereinbart, basierend eben auf dem Buch von Cassandra Clare, auf den Büchern, die wir gekauft haben, The Mortal Instruments, also Chroniken der Unterwelt. Und insofern natürlich ist das ein Bereich, der da interessant ist. Ich glaube schon, es wird ja viel diskutiert über die territorialen Rechte. Ich glaube eben auch, dass man seine Rechte möglichst als Produzent schützen muss.
damit man sie überhaupt noch finanzieren kann. Und das ist ein Markt, Sie haben das eben so schön gesagt, der schon immer schlimm war und böse war und das wird er auch bleiben. Also. Es gibt keinen globalen Zuschauer. Also ich glaube, das gibt es für vielleicht eher noch eine globale Zuschauerin, aber ich glaube, das gibt es wirklich nur für die ganz Großen. Also für die 10 großen Filme, die im Jahr ins Kino kommen, die wir alle sehen. Auch in Hollywood machen nur 10 von 100 Filmen ihr Geld halbwegs zurück und einer macht richtig Gewinn. Das ist bei uns nicht anders in Europa. Und wenn man so schaut, Beispiel Schweiz halt, was da im Kino funktioniert, das sind das entweder die Heimat-Alpen-Filme oder natürlich die furchtbaren französischen Komödien, Monsieur Claude und so weiter und dann halt die Hollywood-Blockbuster. Das sind die einzigen drei Sachen, die funktionieren. Die französischen Komödien funktionieren in Deutschland. Die funktioniert auch dieses Jahr zufällig. Nächstes Jahr. So ich bin ja schon gespannt, was in 2 Wochen in Cannes passiert. Da werden alle wieder französische Komödien suchen. Wir finden die Perle, hat meine Verleihchefin heute gesagt. Naja, mal schauen. Also eigentlich auch im Kino ein Überangebot. Ja. Aber wie kann man da irgendwie rauskommen aus dieser Nummer, dass wir überfordert sind mit dem, was wir gucken müssen? Also es gibt ein schönes Zitat von David Ben-Gurion, der hat gesagt, es geht nicht darum, was das Volk will, es geht darum, was gewollt ist für das Volk. Es ist nicht ganz dasselbe. Ich bin eine große Anhängerin von öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Es muss aber unterhalten, ja, dass wir uns richtig missverstehen. Also Langeweile ist nie eine Ausrede für gar nichts. Und wenn Sie einen Film wichtig nennen, dann kriege ich Schreikrämpfe. Ein Film muss unterhalten. Aber ein Film muss auch sich was trauen und muss auch was machen. Und das ist auch, ich bin auch gespannt auf das nächste Podium hier, weil das ist auch mein Problem mit Netflix, wo ich denke, das ist so durchgerechnet und so kalkuliert, dass sowohl in den beiden Hauptserien wie House of Cards, auch wenn Sie jetzt die 3. Staffel noch nicht gesehen haben, und Orange is the New Black, irgendwas ist doch da zu sauber. Oder irgendwie ist das nicht Blood, Sweat and Tears, so wie die Sopranos es damals waren auf HBO, oder? Es irgendwas fehlt mit all dem Berechnen der gläserne Kunde. Es ist super entertaining. Ich habe das auch in einem Wochenende geguckt. Ich denke, man muss sich auch mal was trauen, wo man nicht gerechnet hat, dass das Publikum das will. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil sonst bleiben wir doch stehen. Danke. Möchte jemand darauf reagieren? Ja, ich sage gerne was dazu. Also ich finde es auch wichtig, man kann nicht, aber ich glaube, es ist so ein, was eigentlich, also ich finde, dass man wählt eben auch die Geschichten aus, weil man was zu sagen hat. Und man kann nicht, also um mal wieder auch so ein Zitat, Ford hat gefragt, was, wenn man die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Also man muss auch wagen, was zu denken und zu sagen, aber was ich vor allem denke, was sich geändert hat in der Welt von Filmemachern, ist, dass wir diese Nähe mehr suchen. Und das ist einfach, und früher auch, weil, ja, ich glaube, Leute wollen kuratierte Inhalte haben, dass man irgendwie, man sucht nach Marken. Ist es zum Beispiel ein Festival, der einen guten Ruf hat, der dann jetzt auch eine Internetplattform wird innerhalb von iTunes oder was auch immer? Oder ist es deine Fans, die dann wissen, wenn du was sagst, was gut ist, dann gucken die den Film eben an. Also man sucht immer nach einem Weg, Empfehlungen zu bekommen. Aber die beste ist immer noch natürlich die Freunde, die man hat und so weiter. Aber was ich als Filmproduzentin einfach vermisse, und das finde ich deswegen sehr inspirierend, heute hier zu sein, ist der direkte Kontakt mit Leuten, die sich das Publikum, und die sagen, das Publikum auch repräsentieren, weil noch nie war das so als Macher auch nicht also, so einfach wie jetzt auch zu interagieren. Und auch frühzeitig im Herstellungsprozess, Entwicklungsprozess und Produktionsprozess, Finanzierungsprozess durch Crowdfunding, das habe ich noch nie gemacht, aber die Idee finde ich noch wichtiger, das Crowd zu sourcen, also dass man frühzeitig die Leute einbindet, deren Meinung hört und nicht in so einen Tunnel 5 Jahre lang Film entwickelt und finanziert und dann überrascht ist, dass es nicht funktioniert. Weil das hat man
Das gibt es genug Beispiele davon. Und ich glaube, das ist unsere aller Herausforderung als Produzenten, natürlich auch als Verleiher, aber vor allem auch, wenn wir die Geschichten entwickeln, dass wir frühzeitig einen Weg finden, mit dem Publikum zu interagieren, zu hören. So, vielleicht nicht gleich das Ganze fertig machen, sondern kleinere Pieces. Bin ich auch gespannt. Herr Koch, das ist aber eine Art und Weise, die Sie ja schon auch durchaus machen, oder? Ich wollte gerade sagen, das stimmt natürlich sozusagen, dass man muss beides machen. Also man muss natürlich wissen, was das Publikum sehen will im Idealfall. Das Problem ist, dass man es halt 2 Jahre vorher wissen muss, wenn man eine Geschichte dahin entwickelt. Und das andere ist, dass man natürlich es nicht ganz so ein, sonst würde man, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, produzieren wir mal Avengers, dann haben Sie zwar eine schöne Aufgabe, weil das ein großes Publikum sehen will, aber wie will man das finanzieren? Ja, und da gibt es dann natürlich ein paar andere Probleme auch noch. Und ich glaube auch, dass man schon noch den Kreativen eine gewisse Freiheit geben muss, dass sie Sachen auch ausprobieren können. Und da muss ein Markt dafür da sein und das muss man manchmal auch machen. Wir haben auch schon Filme eingekauft und auch schon produziert, wo wir gesagt haben, das gehört einfach auf die Leinwand. Also wir haben City of God gekauft, weil wir den super fanden. Wir wussten, dass der kein großes Publikum unbedingt findet, aber wir haben gesagt, da sind Leute, die den Film gemacht haben, die dafür brennen und das wollen wir auf der Leinwand sehen und das muss man auch machen können. Ich wollte gerne 2 Dinge sagen, wenn ich darf. Bitte. Das eine ist mit Netflix, ich kann dem gar nicht zustimmen mit den Serien, es tut mir wahnsinnig leid, aber House of Cards und Orange is the New Black und Marco Polo und Marvel's Daredevil und Better Call Saul, unterschiedlicher geht es kaum als diese 5 Serien, finde ich. Ich verstehe, was gemeint ist, vielleicht mit einer Härte von Sopranos, aber das ist auch eine FSK 18-Serie. Das ändert auch nochmal was bei den Dingen, wie man arbeiten kann inhaltlich. Das ist das eine. Und das andere ist, was generell das Einbinden von Zuschauern in Filmen angeht. Jetzt wird hier sehr weit nach vorne gesprungen, schon bei dem Schaffen des Inhalts, des Drehbuchs, was auch immer. Finde ich es generell einfach kritisch, dass man nirgendwo anfängt. Der Zuschauer kriegt irgendwann einen fertigen Film ins Kino und das war's. Und dann darf er urteilen. Er wird auch nicht mit auf dem Weg zu Premieren genommen oder mit auf dem Weg genommen irgendwie zu Festivitäten bei einem Film. Film ist im deutschsprachigen Raum kein Happening für den richtigen Menschen draußen auf der Straße. Da haben wir dann irgendwann mal so ein Event eingeführt, das nennt sich Social Movie Night, wo wir mit richtigen Menschen, 600 Leuten, rausgehen, die gucken den Film vorneweg, kriegen alles umsonst, die Stars stehen auf der Bühne, die erleben den Film auf einmal mit Filmemachern, die stehen wenn die in der ersten Reihe sitzen, 5 Meter vor denen, können die Hauptdarsteller ansehen, sehen den Film weit vor Kinostart. Natürlich twittern die, Instagram, Facebooken die wie blöde darüber. Und da kann mir keiner sagen, dass da kein Media Value hintersteht, abgesehen von vielleicht vielen YouTubern, die auch dabei sind, auch noch das einfach toll finden. Und das finde ich zum Beispiel schon ein Marketing-Tool, was überhaupt sonst überhaupt nicht stattfindet. Mal wirklich die Menschen zu nutzen, zum Vermarkten, statt Stars irgendwas aufsagen zu lassen oder irgendwie. Ich habe das Gefühl, Menschen werden Film vorgesetzt und fertig. Soll ich jetzt mal ein bisschen widersprechen? Also ja, sehr Quatsch. Gerne. Sehr das ist doch Quatsch. Also das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen. Das jeder Verleiher weiß, auch jeder, der nicht verleiht, weiß, dass eine Vorführung mit Regie oder mit Protagonist im Saal doppelt so viele Zuschauer macht wie jeder andere. Aus der Musikbranche, wir sind ja nicht nur beim Film in der Welt, wir sind ja auch Teil der Welt. Aus der Musikbranche wissen wir, dass je digitaler alles wird, desto besser wird es mit Events und mit Konzerten und mit was weiß ich nicht allem. Wir haben zum Beispiel jetzt im Dokumentarfilmbereich, war ich an einem Kongress in Washington von den Science Producern und da gibt es 2 Tendenzen. Das finde ich, spricht eigentlich für die ganze Branche. Das eine ist immer mehr CGI, alles wird immer mehr einfach nachgebaut. Wenn man auf die Straße geht und sagt, gibt es noch irgendwo Dinosaurier, dann werden die Leute, mindestens die Hälfte wird sagen, ja, da gibt es ja irgendwo noch eine Insel im Pazifik, so à la BBC-Dokumentation. Und das sind die einen Filme, also es wird immer alles absurder, gespielt auch, wird alles inszeniert. Und auf der anderen Seite, die besten Ratings werden gemacht mit Archivfilmen, wo einfach alles quasi objektiv nacherzählt wird. Also am liebsten noch ein bisschen schwarz-weiß mit ein bisschen Farbe irgendwo, damit es einfacher zu gucken ist und Hitler in Unterhosen oder irgend sowas. Das läuft. Diese 2 Tendenzen haben wir. Das heißt, die Leute wollen einerseits die richtig große Nummer, Avatar 2, bitte jetzt, heute. Andererseits wollen sie aber auch haben, mal was Echtes, mal was Authentisches. Und da kommen diese Events genau. Deshalb florieren ja Festivals wie nie zuvor, haben Zuschauerzahlen wie nie zuvor. Aber da hängt nur die Branche drin.
Die Branche sind ein paar Berlin ist das größte Straßenfestival der Welt. Die Berlinale hat am meisten Straßen. Ja, sie rennen die Kinos ein für Filme, die nachher kaum noch das Tageslicht erblicken. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gibt verschiedene Märkte. Das eine ist ein Kinomarkt, das andere ist ein Festivalmarkt. Das ist nicht dasselbe. Eine Veranstaltungsreihe wie das Forum während der Berlinale hat nicht den Anspruch, mehrheitsfähig zu sein und wird völlig überrannt während der Berlinale. Was ich aber meine ist, wenn das hier Reaching Audiences heißt, wie bindet man... Mir fehlt der Schritt zwischen den Menschen, der gerne Filme sieht, und den Leuten, die gerne Filme machen. Auf jeder Premiere hängt die Branche rum und es gibt umsonst Essen und Trinken, ein paar Fotos für mittelmäßig bekannte Deutsche. Och. Und es wird sehr, sehr doch, wenn man das Klatschen auf einer Premiere vergleicht mit dem Klatschen nach einem richtig guten Film mit Menschen, die den Film gerne sehen wollen, dann fühlt man das, und das sind Emotionen. Also wir leben von der Zielgruppenarbeit, das ist, was wir dauernd machen. Das ist das Crowdsourcing, das ist das machen Sie nun einmal besser als ich. Ja, bis dann frage ich mich ja, wenn wir zum Beispiel ein solches, ich sag's mal, Produkt entwickeln, warum wird es dann so gerne abgenommen und uns immer wieder gesagt, dass sowas ja noch gar nicht existiere, mal fernab von einem Festival oder irgendwas Ähnlichem, dass die Leute Teil sind von dem Film, der noch nicht raus ist, sie dürfen es mal ganz anders erleben. Kenne ich noch nicht und habe ich noch nicht gehört im deutschsprachigen Raum, und deswegen frage ich mich, wo jetzt der Widerspruch besteht. Es sind vielleicht auch zwei unterschiedliche Arten von Filmen, bei denen es gut funktioniert. Einmal mit Filmen mit der Star-Power dahinter, die dann auch noch da sind zum Anfassen. Oder aber in Anführungsstrichen vielleicht den etwas anspruchsvolleren Film aus dem Arthouse-Bereich. Nein, das glaube ich nicht. Man findet Filme wie Birdman. Die sind bei uns teilweise in großen Kinos nicht gelaufen, bevor er nicht die Oscars bekommen hat. Bester Film Oscar, natürlich. Ja, nachdem er die Oscars bekommen hat, haben ihn sehr viele Kinos ins Programm genommen. Erst dann hat er irgendwie die Anerkennung bekommen. Er hätte viel früher an diesem Film schon arbeiten können mit Leuten, die den viel früher durch die Decke gefeiert hätten, statt sich sagen zu lassen von Preisen, dass dieser Film erstmal ins Kino muss. Also das finde ich super. Also kleine Filme kann man genauso, wenn man sich, kann man genauso daran arbeiten, mit richtigem Publikum da richtig Herzblut hinterzupacken. Das glaube ich sehr. Also die Idee ist ja nicht wirklich neu. Also insofern ist es so, es gibt natürlich Premieren, wir machen ja nun auch ein paar Veranstaltungen, und ich bin jetzt seit 18 Jahren bei der Konstantin, und es ist so, Sneak Previews gibt es glaube ich schon ewig, also wo wir das Produkt lange vorher schon an den Markt bringen, auch gegen jedes Risiko der Raubkopie und so, das versuchen wir natürlich auch, die Communities dahinter zu bekommen. Das, was Neues, was du ja machst auch, ist eben, dass man versucht sozusagen weniger B- und C-Promis vor irgendeine Leinwand zu setzen, die quasi immer wieder fotografiert werden, das ist das eine, sondern da mehr Community dazu zu bringen. Und das finde ich auch, und das versuchen wir, also wir bei uns, bei den Premieren auch, die Kollegen der Verleiher in Deutschland tun das auch, weil wir wollen natürlich auch eine Stimmung im Saal haben. Wir wollen ja, wenn jemand ein Fan ist von jetzt bei uns Fantastic Four oder so, dass die Leute wirklich auch da sind, die Fans, und das sehen wollen. Wir beziehen die Community auch damit ein. Da gibt es Experten, die Marvel-Experten sind, die wir dazu holen, schon im Rahmen der Synchronisation und so. Das machen wir ja alles. Aber das ist schon, ich finde die Idee gut, das zu machen, und ich bin auch dafür, sozusagen die Communities da mehr einzubeziehen. Aber ganz neu ist es nicht, weil wir versuchen das auch schon über eine lange Zeit. Frau Knutzen. Dankeschön. Ich wollte mal, warum machen wir es nicht? Ich weiß nicht so viel über deine Social Media. So nee, aber ich werde das jetzt sehr bald sehr viel recherchieren. Aber warum nehmen wir es nicht to the next level? Also zum Beispiel beim Rohschnitt oder so. Weil was mir interessieren würde, weil das ist, wir reden ja immer noch von fertigen Filmen. Ja. Und was mir interessiert, ist auch eine Meinung vom Publikum oder von einer Filmfangemeinde. Noch früher, dass man sagt, das ist ein Dialog. Man muss ja nicht trotzdem nicht alles nehmen und machen und sagen, sich diktieren lassen, dann müssen wir das und das ändern. Aber geht es ja um eine Wahrnehmung von Tendenzen in den Filmen. Bei manchen wird man auch blind vom eigenen Produkt. Und glaub, ist das etwas, was dir interessiert und auch so die Leute, zu denen du Kontakt hast? Ich glaube, das ist eine schöne Idee. Mhm. Ich glaube, in der Realität gibt es bei vielen Filmen Regisseure, die das nicht wollen, Produzenten, die das nicht wollen, Verleiher, die niemals Fremde zu viel autorisieren würden, sich einen Film im Rohschnitt angucken zu dürfen und dann mitzubestimmen. Ich glaube, in der Realität ist das nicht machbar. Naja, gut, wir reden ja was von Neues. Erstmal müssen wir ja, ich will halt, das soll auch irgendwie funktionieren. Also Luftschlösser können wir alle denken. Aber es heißt ja nicht, dass man das sich davon dann diktieren muss. Es ist ja wie eine Marktforschung auch. Da macht man ja nicht alles, was die empfiehlt, sondern man hört, das öffnet einfach ein bisschen der Perspektive. Das ist das, was ich daran spannend finde.
dass man einfach frühzeitig involviert das Publikum. Ja, ich verstehe. Also wen setzt man jetzt dahin, wenn man Rohschnitt anschauen soll und darüber reden soll? Damit ich das, also das ist mir nicht ganz klar. Ja. Wen jetzt? Die Zielgruppe. Die Zielgruppe. Ja. Aber das ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig anders als eine, ein Preview. Es ist nur einfach noch nicht ein fertiges Produkt. Also wir machen das, ich habe ja gesagt, wir testen unsere Filme und beziehen das schon ein, machen Fokusgruppen natürlich, gucken, genau, sprechen über den Film. Und das ist schon spannend. Ich finde jetzt eben gerade die, es gibt auch die YouTuber-Bewegung ja gerade sozusagen, dass man, auch wir sind da natürlich dabei, dass wir gucken, dass wir das kreative Potenzial da abholen, dass man eben sagt, okay, guck mal, was gibt es für Ideen, aber auch die wissen selber sozusagen, dass sie sagen, was das Kreative angeht, es bringt nicht sozusagen einen Film, den ich für YouTube, wenn ich jede Woche, es gibt ja Kanäle, die jeden Tag produzieren oder jede Woche einen Film oder einen 3-Minuten-Clip. Kino zu machen ist dann schon noch was anderes. Also das ist schon noch eine andere Hausnummer. Wir machen das gerade mit einem Film Bruder vor Luder, also mit den Lochis. Das sind Roman und Heiko Lochmann, 15 Jahre alt, die völlig überrascht waren, wie viele Leute sozusagen da plötzlich arbeiten und die fanden das natürlich total spannend. Die sind ganz jung, ganz frisch, ganz authentisch, die sagen, was sie denken. Da, wenn sie über den Film sprechen, sprechen sie immer nur, ja, was macht denn das Mädel, wieso heißt Bruder vor Luder, was passiert denn da? Dann sprechen sie plötzlich von Fame Bitch und von allen möglichen, wo man plötzlich, das ist was ganz Neues sozusagen, was da passiert. Und ich glaube, ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird, dieser Transfer von YouTube auf die große Leinwand, weil natürlich große Communities dahinter sind, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das, was auf der Leinwand ankommen muss, auch die Qualität, dass es ein breites Publikum erreicht. Und das ist eben die Frage, sind die Leute dafür bereit, dann auch Geld auszugeben? Und egal, ob auf einem Kanal, wo ich das bezahlen muss oder ansonsten eben im Kino. Aber ist das vielleicht auch eine Chance, eine Generation oder eine Zielgruppe, die vielleicht länger nicht ins Kino gegangen ist, weil es andere Wege gab, sich die aktuellen Blockbuster auch anzugucken, wieder ins Kino zu ziehen? Na, da muss man erst mal fragen, welche Zielgruppe ist das und welche Zielgruppe fehlt uns wirklich? Das ist ja eine Frage, die durch viele Studien gerade immer wieder rauf und runter belegt und widerlegt wird. Ich glaube, dass eben wenn Events da sind, also wenn ein Kino muss eventisieren und wenn das passiert, dann ist das ein Film, wo die Leute auch hingehen. Da kann draußen 30 Grad sein und wie gesagt, die Verleiher sprechen immer über 52 schlechte Starttermine im Jahr. Das ist ganz klar, weil es starten über 500 Filme, das kann man ja ausrechnen, dass es 10 Filme im Schnitt in der Woche sind. Natürlich sind es zu viele Filme. Also wir haben auch irgendwann für uns entschieden zu sagen, wir wollen das reduzieren, wir wollen auch nicht mehr jeden Film sozusagen unbedingt ins Kino bringen, wenn wir nicht an das Potenzial glauben. Dann machen wir es auch nicht mehr. Und wir wollen auch erst Filme dann machen, wenn das Drehbuch so gut ist, dass wir sagen, eben durch Gruppen, mit denen wir gesprochen haben, dass wirklich das Thema interessiert, dann wollen wir den Film machen, wenn wir dahinter stehen und nicht mehr nur sozusagen, um eine Masse eben einfach rauszubringen. Wir haben leider nur noch 5 Minuten Zeit und bevor ich eine letzte Frage habe, meine Frage, gibt es irgendwie Fragen aus dem Publikum? Wir haben irgendwo ein Mikrofon hier vorne in der 2. Reihe. Ist eine. Es kommt gerannt. Sehr gut. Ich sehe sehr wenig. Ein Sauseschritt. Hallo. Also die Frage geht an Sie, Frau von Messel. Sie haben gesagt, Sie machen nur das, was Sie wollen. Das klingt super toll. Das ist eine schöne Firma, würde ich auch gerne arbeiten. Die Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt, Sie sagen, Sie bedienen sich Crowdfunding, wenden sich an... an ein junges Publikum, das einen Film unterstützen soll, den Sie machen möchten. Im Umkehrschluss sagen Sie dann aber nicht, Sie glauben nicht, dass der im Nachhinein groß im Internet ausgewertet werden kann. Sie wollen also eine Zielgruppe, sprechen die an, machen einen Film und erwarten dann, dass die Zielgruppe, die ihren Film mitfinanziert hat, dann ins Kino geht und dafür Geld zahlt. Inwieweit passt das zusammen? Also vielleicht ein kleines Missverständnis. Ich bin nicht selber Produzentin. Ich arbeite immer häufiger als Executive Producer, genau in der Rolle, die du beschrieben hast. Also dass wir quasi als Außenminister von der Produktion so ein bisschen Marktgeruch reinbringen. Aber ich möchte auch nochmal wirklich eine Lanze brechen für die Kreativität. Also wir wollen die Audiences reachen. Wir wollen nicht, dass die Audiences die Filme machen, um Gottes Willen. Also ich finde, es ist schon noch ein Handwerk, was wir gelernt haben. Das sind kreative Leute, die das können. Ich glaube nicht, dass alle überall mitreden müssen.
wie was gemacht wird. Was auf Ihre Frage betroffen heißt, dass wir haben Crowdfunding-Kampagnen unterstützt von Produzenten, mit denen wir arbeiten. Wir haben auch schon selber welche gemacht. Wir sind auch schon grandios gescheitert mit unseren Crowdfunding-Kampagnen. Das gibt ja auch nie einer zu, wenn er auf einem Podium sitzt. Was wir versucht hatten und womit wir nicht durchgekommen sind, ist aus dem Material einer Fernsehserie über, die heißt Fonko, und das ist eine ganz heiße Serie über den afrikanischen Kontinent, stolz, fröhlich über seine Musik erzählt und das Musikbusiness in Afrika. Daraus gibt es jetzt auch einen Spielfilm oder einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, vom WDR co-produziert übrigens, nur in dieser Version, und das wollten wir finanzieren mit dem Crowdfunding. Das heißt, wir wollten den Leuten was geben, was sie im Netz gucken können, was sie im Fernsehen gucken können, und dann den großen Event mit den Konzerten, mit Nene Cherry und so weiter. Hat nicht geklappt. Versuchen wir das nächste Mal was anderes. Hier vorne. Was mir allgemein ein bisschen so fehlt, ist wirklich mal über eine Lösung halt irgendwo zu reden, was man jetzt wirklich tatsächlich ändern kann. Bis jetzt gab es unterschiedliche Ansichten, die ich auch einzeln auch verteidigen selbst könnte. Vorhin meinten Sie aber auch so, Sie sind auch jemand, der lieber zu Hause ist und Sie möchten nichts entscheiden. Aber sind Sie der Meinung, dass das etwas ist, was auch immer so bleiben wird? Weil vieles hat sich verändert. Natürlich, die Preview gab es in der Vergangenheit ja auch schon, bloß mit dem Unterschied, dass wir heute einfach die Technologie besitzen, uns da viel stärker auseinanderzusetzen oder auch miteinander zu kommunizieren. Community. Gleiches ist, was auch die Auswahl angeht. Auch so jemand wie Sky, damals noch Premiere, hätte auch schon so ein Angebot schon viel früher anbieten können, sind aber tatsächlich daran gescheitert, weil sie festgestellt haben, dass ihre Endverbraucher überfordern würden. Deswegen haben sie nur diese Timelines gehabt, wo man hätte irgendwie mal draufspringen können, um sich einen jeweiligen Film anzuschauen. Aber offensichtlich, dank Netflix und anderen Plattformen, ist es doch wesentlich einfacher geworden. Was ich zum Beispiel nicht verstehe im Kinokontext, warum es bis heute immer noch nicht gelungen ist, sowas wie vereinzelte Communities zu machen. Dank sozialer Netzwerke könnten die Leute sich doch verbinden und verabreden zu einem gemeinsamen Filmabend im Kino, und durch die digitalen Kopien ist es ja auch nicht mehr so ein Aufwand. Man muss ja nicht DHL mit großen Filmkopien losschicken. Es ist ja tatsächlich eine Datei oder eine Festplatte, im Zweifel, die ganz schnell verschickt werden könnte. Wer bremst solche Entwicklungen aus, wäre meine aber Frage. Aber das gab es doch. Das gibt es in der Schweiz. Cinema. Genau, und in der Schweiz heißt das Go Kino. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert bisher. Vielleicht weiß es jemand besser. Aber es gibt die Initiative, die wird auch gefördert. Die Antwort ist ganz einfach. Es geht nur mit Subventionen. Im Moment noch in Europa, weil das ist ein komplett fragmentierter Markt. Jeder hat eine andere Sprache. Es gibt ein Deutschland, das hat dann Österreich und die Schweiz mit dabei. Und ansonsten sind da 26 verschiedene Sprachen. Und das Einzige, wie das funktionieren kann, ist über öffentlich-rechtliche Sender, die sind vom Staat finanziert, und über Subventionen, mit denen die Produzenten arbeiten. Ich glaube, was du fragst, gibt es, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in Deutschland noch funktioniert, aber es gab eine holländische Initiative, die haben sich auch in Deutschland versucht. Ich glaube, es hieß We Want Cinema. Genau das, dass man... Habe ich von Bayern nicht mitbekommen, aber tatsächlich, ja, also dass man einfach als Gruppe, die einen Film sehen wollen, einfach votet, und wenn die so und so viele Zuschauer erreicht ist, dann kann man das ins Kino bringen. Oder in eins Kino, in ein Event zum Beispiel. Das ist eine super Sache. Habe ich nie mitbekommen. Let's get it back there. Gibt es in England auch. Ja. In England, in der Schweiz, in Holland. Gibt's ja. In England auch. Da muss man hin. Das Publikum muss es fordern. Sind die Kinobetreiber gefragt, sozusagen, weil da muss es sozusagen ja zusammenlaufen, okay. Weil wir liefern den Film. Ja, und die Lizenzhändler. Genau. Das ist ein Lizenzhändler-Albtraum. Genau. Ist so. Wir müssen, glaube ich, zum Schluss kommen. Noch jeder vielleicht kurz in einem Satz abschließend. Die Zukunft des Kinos, beziehungsweise die Zukunft der Verwertungskette, vielleicht in 10 Jahren, wie wird die aussehen? Herr Koch, vielleicht Sie zuerst. Ich darf anfangen, sehr gut. Ich glaube, das kann man heute noch gar nicht in Wirklichkeit sehen, weil sich der Markt wahnsinnig schnell verändert. Und es ist spannend, dass wir dabei sein können, alle, wie wir hier sitzen, und dass wir daran teilhaben können, finde ich. Ich glaube, das Kinoerlebnis muss sich grundlegend als Kinoinstitution ändern. Das Angebot für den Zuschauer, dass es wieder was wird, was ich nicht fast zu Hause rekonstruieren kann. Sonst glaube ich, in 10 Jahren sind die Kinosäle noch sehr viel leerer.
Frau Knutzen. Ja, ich kann nichts Revolutionierendes dazu sagen, außer dass ich hoffe, dass man mutiger wird zu Date-to-Date-Release, dass man die Momente, das Momentum benutzt, was eine Marketingstrategie, wenn man den Kontakt hat zum Zuschauer, dass man dann auch wirklich den Film überall sehen kann, wenn man das will, und aber auch unterstütze das, was er sagt, dass man das Kino als Erlebnis einfach noch kultivieren, frisch halten muss, lecker halten muss, damit man da einfach Zeit verbringen will. Gute Filme machen auch. Ich glaube, dass wir gerne zusammensitzen und Geschichten hören, seit wir aus den Höhlen gekrochen sind. Und ich denke, das machen wir im Kino weiterhin. Ich glaube ganz fest an solche Modelle, wo man Kinos hat in Komplexen mit Bücherläden, Cafés, Restaurants. Ich meine jetzt nicht eine Shopping Mall, sondern wirklich so kulturelle Zentren, wo auch Kinosäle drin sind, die nicht nur so groß sind wie eine Streichholzschachtel, sondern wo wirklich das gemeinsame Gucken eines Filmes noch erlebt wird. Das ist nicht zu überbieten mit keiner Anlage zu Hause. Man kann sich immer noch auf dem Laptop oder auf dem Telefon in der Bahn oder im Bett oder im Fernseher oder im Kino Sachen angucken. Ich glaube, es wird einfach alles immer besser. Vielen Dank für die vielen unterschiedlichen Meinungen und Diskussionen. Ich glaube, eines haben wir alle gemeinsam, nämlich die Liebe zum Kino. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke dir. Danke.